Und ich möchte auch keine weitere lange Vorrede machen, sondern direkt starten und lade ganz herzlich ein, Herrn Feuerstein zu erzählen, zu präsentieren. Wer sind Sie, was machen Sie? Ja, es soll gehen um das Thema Haus der Innovation und Gründung in Siegen und Startpunkt 57. Ich hätte auch in der Tat nur Folien mit ein paar Logos vorbereitet, denn das, was ich nicht tun wollte, ist Corona-bedingt Bilder von leeren Büros und leeren Flächen zu zeigen, die da vor Ort leider sind. Und das Ganze, was dort passiert im Haus der Innovation und Gründung, steht ein Stück weit unter dem Motto, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Dieser Satz von Aristoteles, der immer dann zutrifft, wenn Menschen, wenn Einrichtungen aus unterschiedlichen Bereichen mit einem unterschiedlichen Hintergrund zusammenkommen und einfach mehr entsteht. Und wir haben eben vor Ort im Haus der Innovation und Gründung zum Beispiel das FabLab der Uni Siegen, die Prototypenwerkstatt, die mit 3D-Druckern, mit Laser, mit Roboterarmen und so weiter hantieren. Wir haben das ZDW, Zentrum der Digitalisierung Südwestfalens, mit Kontakten in die Wirtschaft und auch viel Wissen darum, wie Geschäftsprozesse digitalisiert werden können. Das Gründerbüro der Uni Siegen, die in der Vergangenheit schon sehr viel für Gründungsförderung in der Vergangenheit getan haben. Ventus, eine tolle neue Initiative der Universität Siegen auch zum Thema Gründungsförderung. Aber auch wir mit Startpunkt 57 als Gründerinitiative und unser neues Inkubatorprogramm One Small Step, mit dem wir vorgestern gestartet sind und wo wir Startups über 12 Monate intensiv begleiten und wo wir Gründerinnen und Gründern vor Ort, die in unterschiedlichen Förderprogrammen sind, Arbeitsplätze, Büros, Schreibtischarbeitsplätze zur Verfügung stellen. Und aus diesem ganzen Nukleus, der da eben zusammengekommen ist, entsteht ein Mehrwert. Und wir sehen es jetzt in der leider digitalen Zeit, dass das schon erste Früchte anfängt zu tragen. Und wir freuen uns schon wahnsinnig darauf, wenn das wieder auch live vor Ort viel mehr möglich ist, sodass wir da auch das Thema Vernetzung, was eben aufgekommen ist, noch viel stärker vorantreiben können und auch zu Investoren, zu Unternehmen noch viel mehr Kontakte bereitstellen können. Und das Ganze findet statt an der Sandstraße 26, Friedrichstraße 27 in Siegen. Und Sie sind alle herzlich eingeladen, sobald es die Situation zulässt, natürlich auch vor Ort einmal vorbeizukommen und sich das Ganze anzuschauen. Vielen Dank. Super pünktlich, vielen Dank. Das waren wirklich ziemlich klar 2 Minuten. Sie kriegen ja auch virtuell Applaus. Ich hoffe, Sie können das sehen von verschiedenen Stellen. Ja, danke aus Siegen. Sie haben da wirklich einen physischen Ort geschaffen, wo ganz viel sich bündelt im Haus der Innovation.